Hallo und herzlich willkommen heute zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks mit dem T32 und der Defense hat das Ganze hier eingeschickt. Vielen Dank, er ist hier Top-Tier, 8er, 7er, 6er Gefecht. Das ist natürlich mit dem Panzer einfach ein Träumchen. Jetzt schauen wir mal, wo er hier langfährt, aber wenig überraschend für das Team, das hier auf dieser Seite startet, dass er dann auch hier bleibt und nicht rüberfährt. Das kann für den Challenger und die Su recht böse enden. Aber er hier sollte sich seines Teams im Rücken sicher sein. Da hat er mal ein Schüsschen versucht auf den T-37. Jetzt aber der wohl nächste T-37 trifft ihn hier schon. Aber er kann sich da revanchieren und zahlt den gleich zurück. Arti hält auch schon die erste Reihe von zwei Stück, die es ja hier gibt. Aber nun ist er da oben angekommen und ist erstmal für den Moment recht sicher. So, da hinten ist die Arti offen. Die pinkt da gleich an, dass da seine Artis auch drauf gehen. Wobei nur eine der beiden kommt drauf, weil die FV-304, die hat die Reichweite gar nicht. Also das muss da die Lorraine machen. So, da ist jetzt ein Indian. Der schaut schon ein bisschen böse. Ne, er bekommt zwar einen Hit, aber selber kann er da leider keinen Schaden machen. So, der Indian zieht sich jetzt ein bisschen zurück, bekommt so da gleich den ersten Treffer rein. Jetzt fährt er da weg, jetzt hat er da genug. Und jetzt hat er es damit sich... wäre er lieber hinter dem Stein geblieben, weil damit ist er jetzt definitiv zerstört. Und dahinter wartet jetzt ein Oni und ein Oho. Au, aber er bekommt hier von der Arti einen dicken Treffer. Muss ja seinen Ladeschützen wieder einsatzbereit herstellen. Jetzt. Ja. Da ist auch der Oho dann kein Problem. Mit Premium Muni kann man da ganz easy einfach auch mal schnell den Schuss drücken. Und dann funktioniert es. Der beachtet ihn sowieso gerade nicht. Und jetzt ist er auch schon weg. Nun der Uni. Auch da funktioniert das ganz entspannt. Und die nächste Granate, die da das Ziel findet. Ja, bis jetzt kann er schön austeilen. Und nochmal eine. Da vorne kommt die Arti. Und die wird dann sofort fokussiert. Die muss raus. Die kann dann mit einem Schuss doch noch immer ordentlich an Wumms machen. Und jetzt vielleicht hier nochmal ein bisschen einen Rammschaden. Ja, auch nochmal 120 Schnieke. Jetzt keiner mehr. Jetzt hat er sich eher seine Kette kaputt gemacht, fast schon. 8 zu 4, das Ergebnis ist gerade sehr solide. Jetzt im Hintergrund da jetzt der Jagdpanther. Da kommt er jetzt drauf. Gut getroffen, guter Durchschlag, so wie es sein soll. Und nachgeladen, kann sich wieder schön zurückziehen. So, jetzt konzentriert er sich doch erstmal auf den Aal.
lässt er den Jagdpanther der Jagdpanther sein. Der will sich jetzt wohl da verdünnisieren. Ah, schöner Treffer. Ah, jetzt nimmt er hier diesen Weg übers Feld. Der ist nicht ganz ohne. Da kann man natürlich gut getroffen werden, hat kaum Stellen, wo man safe ist. Jetzt muss er nur noch finden, wo der Aal ist. Da ist er. Wieder offen. Kommt hier aus dem Winkel leider gar nicht drauf. Jetzt wäre er drauf gekommen, aber jetzt ist es dann auch schon zu spät. Da ist doch der T-34-85. Der schaut erstmal und jetzt hat er ihn sogar schön getroffen. Jetzt nochmal einen und das war's. Oh nein! Der prallt da ab. Kann sich hier den Kill damit nicht sichern. Oh, schwieriger Schuss. Schöner Treffer. Sehr schön. Der brennt. Der dürfte wegbrennen. Ja, genauso ist es auch. Er will hier keinen Cap haben, sondern er will hier noch so viel Damage als möglich machen. Für die Mission I need to kill Arty. Eine Halte- und Patzung ab. Schaden muss mindestens 12.000 Schadenspunkte liegen. Also zumindest die SP-15-Mission, die schafft er mit der Runde nicht. Und vom IS-6 kommt nur zu spät zurück. Naja, auch nicht sehr freundlich. Und er schreibt auch, er geht doch einfach raus aus dem Cap. Also immer wieder schade, dass da die Leute so ein bisschen restriktiv sind. Und jetzt hätte die AT offen. Und jetzt hat er da den Killshot nicht landen können. Mal schauen, ob eben der hier weggenommen wird oder ob er den macht. Eigentlich hätte der andere schöne Schussbahn gehabt, aber du musst sagen, der Challenger, der hat ihn gelassen. Fein vom Challenger und es zeigt, es gibt hier Idioten, aber es gibt auch genauso viel nette Spieler, der schreibt auch kein Problem. Also das war's mit dem T32. Wir haben satte 5500 Schaden, 2000 unterstützt. Also eine sehr solide, gute Runde und deswegen auch knapp 1600 Basis-XP. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Euer Ekaramba.